Willkommen zum neuesten Ableger der Mario Kart Serie. Mario Kart 7 kam am 2. Dezember für den Nintendo 3DS raus. Und dadurch bieten sich neue Möglichkeiten auch auf einer Handheld-Konsole. Denn auch Mario Kart 3DS bzw. Mario Kart 7 hat einen Online-Modus. Doch bevor wir da ein bisschen spielen, was momentan sowieso nicht geht, weil die Server komplett überlastet sind, werde ich euch die einzelnen Strecken und die Cups zeigen. Ich habe auch privat schon einiges gezockt, also schon ein paar Sachen freigeschaltet. Aber das sollte uns jetzt nicht aufhalten, gemeinsam die Strecken zu erkunden und zu bewerten. Ihr könnt mir am besten in den Kommentaren immer schreiben, wie ihr die jeweilige Strecke fandet und was gut war, was man besser machen könnte. Jetzt gehen wir auf jeden Fall direkt in den 150er Cup. Hubraum, sorry. Weil das andere ist mir zu lame und euch mit Sicherheit auch. Wir wollen es ja spannend haben. Ich werde es so handhaben. Ich werde jetzt erstmal alle Cups im 150er Hubraum spielen. Dann noch im Spiegelmodus. Und danach kommen Online-Parts. Also quasi genauso wie bei Mario Kart Wii. Neu ist auf jeden Fall, dass es keinen Versus-Modus mehr gibt und dass man sich eigene Karts zusammenstellen kann. Unten seht ihr auch schon alle Charaktere, die ihr freischalten könnt. Da wären ein paar neue, wie zum Beispiel Metall Mario, was komplett unnötig ist. Oder die Honigbienenkönigin aus Super Mario Galaxy, braucht es auch nicht. Egal. Wir nehmen Toad. Ich werde in jedem Cup einen anderen Fahrer nehmen und ein anderes Kart. Für den Anfang werde ich auf jeden Fall das Standard-Kart wählen, mit der Standard-Ausrüstung. Und dann geht es auch schon los mit den vier ersten neuen Strecken im Pilz-Cup. Diese Strecke gehört Toad und sie führt das Spiel ein. In die erste Strecke sollte man nie wirklich hohe Erwartungen stecken, denn die ist einfach immer nur ganz, ganz, ja, qualitativ niedrig angesetzt. Nun, die einen oder anderen werden sich vielleicht wieder an Super Mario Kart, dem allerersten Mario Kart, erinnern, da es Münzen gibt. Die Münzen gab es schon beim allerersten Spiel. Die Münzen sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn man kann maximal 10 haben in einem Rennen. Wenn man von einem Gegner getroffen wird, dann verliert man meistens, ja doch, 3. So wie der Freund hier gerade. Und die Münzen bestimmen eure Schnelligkeit. Des Weiteren könnt ihr, wenn ihr genug Münzen habt, neue Kartteile freischalten. Natürlich ist auch hier dieser Paraglider neu, mit dem man nun fliegen kann. Sollte man sich geschickt anstellen, immer so wie bei Super Mario World quasi hoch und runter fliegen, um möglichst viel Wind mitzunehmen. Und dann kommt man da auch recht weit. Wow, wo kommt denn der grüne Panzer auf einmal her? Selbstverständlich gibt es auch neue Items. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir das erste treffen werden. Im Moment ist noch alles recht schön klassisch. Auch Stunts kann man ausführen, und zwar auf der Sprungtaste, das wäre R. Sollte man immer machen, kurz bevor man irgendwo runterspringt. 3 Bananen für mich. Die Gegner haben ja bisher keine Chance. Unten auf dem Touchscreen könnt ihr die Gegner im Auge behalten. Und auch böse Items, das ist doch unverdient, bis zum geht nicht mehr. Das ist ja geradezu lame. Aber so ist das Spiel. Ein Item kann alles entscheiden. In dem Fall sind wir leider nur Platz 2 geworden. Mein Fazit zur ersten Strecke, wie immer, ganz normal, ganz okay. Nicht so schlimm wie Luigi's Piste von Mario Kart Wii. Ist okay gewesen. Die zweite schaut aber schon einiges cooler aus. Und da finde ich auch die Musik relativ schön. Guckt euch das mal an.
Toll, oder? Hier den Steg hinauffahren erst einmal. Bei diesen Baumstämmen könnte man noch Stunts ausführen, Münzen mitnehmen. Wir nehmen jetzt hier erstmal die drei roten Panzer mit, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Können wir natürlich hier abschießen auf unsere Gegner. Ist halt nur ein bisschen schwer zu spielen in dieser Position. Aber dann wird eben mein Skill noch mehr gefordert. Hier könnte man nun nach links fliegen, das mache ich jetzt einfach mal. Dann kann man hier bei den Windmühlen abkürzen, aber es ist ein bisschen gefährlich. Wenn man von den Rädern getroffen wird, dann ist der Flug vorbei und man landet wieder am Boden. Und dann sind die Gegner im wahrsten Sinne des Wortes über alle Berge. Eine andere Möglichkeit zeige ich euch gleich. Man kann selbstverständlich auch wieder Items nach hinten schießen, das mache ich jetzt einfach mal. Aber meistens ist es schlauer, das Ding zu behalten und abzuwarten. Den Stachelpanzer habt ihr jetzt auch gerade gesehen, der geht wie immer auf den ersten, aber er wurde verbessert. Denn der trifft jetzt nämlich auf seinem Flug auch die Fahrer hinter dem ersten, wenn sie auf deren Linie sind. So, wir haben jetzt gerade ein neues Item, das ist die Feuerblume. Das wollte ich euch aber eigentlich noch zeigen, wie man da hoch kann. Haben wir ein bisschen an Luft verloren. Jedenfalls kann man ein paar Mal mit der Feuerblume hier schießen. Direkt haben wir einen Gegner getroffen. Hier sollte man einfach mal nach hinten knallen. Immer wenn sich Toad freut, haben wir einen erwischt. Freund tut es sich. Nochmal haben wir einen erwischt. Super. Immer schön die Feuerbälle nach hinten. Ist ein super Abwehrgeschütz. Ich mag die Strecke. Hier auch die Ziegen, die sind ganz nett. Oh oh, da kommt was. Nein! Nicht schon wieder. Schnell, Münzen her. Ah ne, nehmen wir die da. Ja, jetzt ist aber gut, ey. Ja, das ist eben 150er Hubraum, da wird die Spreu vom Heuzen vom Weizen getrennt. Man könnte jetzt hier eben auch rechts hochfliegen auf die Dächer. Und da kann man nochmal schön mit dem Beschleunigungsstreifen ein bisschen was aufholen. Den kriegen wir noch, aber den ersten kriegen wir wieder nicht. Wir sind wieder nur Zweiter, verdammte Scheiße. Soll das tatsächlich ein Reinfall werden? Wir müssen in den nächsten beiden Rennen auf jeden Fall Erster werden, um überhaupt Chancen auf den Goldpokal zu haben. Das wird ein Act. Also ich gebe zu, ich habe das Spiel natürlich noch nicht im Blut, ist klar. Ist gestern rausgekommen. Das wäre auch gar nicht möglich, das schon so gut zu können. Dennoch werde ich in den meisten Fällen Erster, aber da ich eben mich auch ein bisschen verrenken muss, um hier zu zocken, sieht man vielleicht auch so, wie ich mit meinen Fingern rummache, Items aktiviere und so weiter und so fort, dass das nicht ganz leicht ist. Deshalb ist es halt schon echt nicht leicht. Gut, also die zweite Strecke hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Musik ist toll, ganz gute Ideen, man darf ein bisschen mehr fliegen. Und jetzt in der dritten Strecke beim Cheap Cheap Strand kommt nun auch eine weitere Neuerung zur Geltung. Und das hier ist das U-Boot. Oder besser gesagt, die Unterwasserturbine. Unsere Freunde können nun hier nämlich an ihre Karts Unterwasserturbinen anbringen, sodass sie nicht ersaufen und schön weiterfahren können unter Wasser. Dann wieder hier eine Flugeinheit. Also in dieser Strecke bekommt man einfach die Neuerungen, und zwar beide Neuerungen, gut beigebracht. Kann das ein bisschen üben. Für später ist es natürlich sehr, sehr wichtig, um wertvoll abzukürzen. Apropos Abkürzung, da rechts gäbe es eine, wenn ihr das seht. Auf diesem Felsen, da sind Münzen. Ich habe aber ein bisschen noch nicht rausgefunden, wie ich da hinkomme. Auch ganz nett sind die Muscheln. Die haben nämlich mal im einen Moment Münzen in ihrem Maul und im anderen Moment sind dort Itemkästen gelandet. Oh, jetzt werden wir mal richtig ausgeschaltet, Mensch. Das geht ja mal gar nicht. Und das alles mal wieder hervorgerufen durch einen Stachelpanzer. Typisch. So, jetzt geht's um die Wurst. Geh mal alles. Jetzt gucken wir mal da nach rechts. Wie kommen wir denn da zu diesem Secret? Einfach hier runter, vielleicht. So ist es. Dann kommen wir hier auf diesen Felsen hoch, können Münzen mitnehmen, können abkürzen. Merken wir uns. Oh, jetzt sind wir runtergeflogen. Nicht die Schiebschiebsrammen, auch nicht das Plankton-Rammen. Aber das Item, das nehmen wir mit. Ah, die hat uns gehauen. Aber. Aber ich habe gerade an der Muschel einen Stunt ausgeführt. Auch nicht schlecht. So, gehen wir nach links, weil ich habe das Gefühl, wenn man fliegt, ist man schneller, als wenn man schwimmt. Also los geht's. Ab ins Ziel. Bisschen an Höhe gewinnen. Und einen Pilz haben wir auch noch bekommen. Ja, wunderbar. Und bam. Hat doch gepasst.
Wenn wir jetzt Glück haben, ist unser direkter Verfolger, na wobei, wir sind die Verfolger, schlechter geworden. Nein, Peach ist Zweiter. Aber wir will... Nee, wurde nicht Zweiter. Doch nicht. Nein. Oder doch? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir Erster. Nee, Peach wurde in dem Rennen Zweiter. Dann muss die davor irgendwann gefailt haben. Nun, auch die dritte Strecke hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt noch nichts dabei, wo man echt sagt, boah, es ist episch, aber man wird nett in das Spiel eingewiesen durch diese Strecken. Man bekommt alle Neuerungen zu Gesicht, die Münzen, das Fliegen und das Unterwassertauchen. Und nun kommt schon mal die erste, etwas kompliziertere Strecke zustande, nämlich Shy Guys Bazaar. Hier gibt es sehr, sehr viele Wege. Ich versuche euch alle möglichen zu zeigen. Jetzt haben wir erstmal einen Stern zum ersten Mal. Stylische Musik, wie immer. Hier muss man wirklich aufpassen. Es gibt hier ein paar Krüge. Dort sind irgendwelche bösen Items drin. Also man sollte es auf jeden Fall nicht rammen. So viel sei gesagt. Dann so viele Stunts wie möglich ausführen. Hier die Items mitnehmen. Und hier natürlich fliegen. Durch die Münzkreise fliegen. Münzen mitnehmen, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Indem wir hier eine rote dran knallen. Dann kurz vor Ziel gibt es dann noch zwei Treppen, da kann man auch mal Münzen mitnehmen. Aber vor allem hier am Anfang gibt es verdammt viele Wege, die man einschlagen kann. In der ersten Runde sind wir ganz nach links gefahren. Jetzt zeige ich euch mal hier dieses eine Secret. Hier nämlich, bei dieser Sprungschanze. Oh, und da haben wir auch direkt das zweite neue Item, der Tanuki-Schwanz. Irgendwie hat Nintendo gerade wieder voll das Problem mit dem Tanuki-Schwanz. In Super Mario 3D Land kommt er zum Einsatz, hier in Mario Kart 7 kommt er zum Einsatz. Und der wirkt eigentlich so, dass man, wenn man jetzt einen Gegner mir auf die Pelle rücken würde, könnte ich dem so einen reinknallen. Wirkt genauso, wie wenn ich ihn mit einem Panzer getroffen hätte. Also schon relativ effektiv. Der Gegner verliert auch Münzen. Mit dem Tanuki-Schwanz können wir ebenfalls gegnerische Items zurückwerfen. Also wenn jemand eine rote auf uns schießt und wir haben gerade Tanuki und wirbeln das Ding rum, dann geht die rote wieder zum Absender zurück. Also eigentlich ein echt richtig gutes Item für den ersten Platz. Naja, eine rote sollte man jetzt vielleicht nicht nach vorne schmeißen. Aber ist ein bisschen schwer jetzt halt hier alles zurückzudrücken. Man könnte jetzt halt hier noch lang fahren. Da gibt es sehr, sehr viele Münzen. Also wenn man gerade Münzmangel hat, immer schön im Inneren des Marktes bleiben. Und da kann man sehr viel mitnehmen. Jetzt in der letzten Runde sind natürlich hier diese Krüge auch relativ fies im Weg. Und entweder da rechts hochfahren oder hier links runterfahren. Ich bin immer ein Freund von da, weil er dann nochmal einen Stunt ausführen kann. Da nochmal einen Stunt ausführen kann. Und hier. Und da. Und dann wird nochmal geflogen. Ja. Vorsicht. Ist halt ein bisschen dunkel hier, so könnte die Qualität ein wenig schlechter sein. Aber ich hoffe, euch hat auch diese Strecke gefallen. Ich finde die auf jeden Fall bisher die innovativste. Es gibt sehr, sehr viele Wege, die man einschlagen kann. Das gefällt mir. Münzen sind gut verstreut. Man kann auf die Dächer, genauso wie in irgendeinem Shooter. Habe es gerade Battlefield 3 vor mir. Großer Bazaar zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall eine gute Strecke, um den Pilzcup abzurunden. Ein ganz guter erster Cup, um in das Spiel einzuführen. Ich kenne natürlich schon die restlichen und ich kann euch sagen, das, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall nochmal so richtig epic. Also das war nur wirklich ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Wir haben den Goldpokal gewonnen, auch wenn wir nicht die Maximalpunktzahl erreicht haben, können wir, denke ich, relativ zufrieden sein. Gucken wir uns auch das mal an. Schreibt mal auf jeden Fall euer Statement zu den einzelnen Strecken und auch eure Meinung zu der Aufnahmequalität. Schließlich sind 3DS-Let's Plays von mir völlig neu.
Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich nur den oberen Bildschirm aufnehmen, aber ich denke mir, bei Mario Kart hat es wirklich Sinn mit der Karte unten auf dem Touchscreen und die gegnerischen Items sieht man auch, wenn sie ankommen. Wenn ihr einen Cup abschließt, bekommt ihr auf jeden Fall neue Charaktere, neue Teile für eure Karts und so weiter und so fort. Aber ich glaube nur im 150er Hubraum. Die anderen sind nämlich mehr oder weniger nur zum Üben. Solltet ihr aber trotzdem machen, damit ihr überall alle Pokale habt. Wer weiß, vielleicht bekommt man auch noch irgendwas geschenkt, wenn man wirklich alle Pokale hat. So viel weiß ich noch nicht. So viel habe ich noch nicht gespielt. Ich werde es euch auf jeden Fall im Laufe des Let's Plays mitteilen. Wenn euch das Let's Play gefällt, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Eventuell auch favorisieren und natürlich dranbleiben. Ein Abo wäre nicht falsch. Und wenn nicht, dann schaut woanders. Bis dann!